Ja, wir sind wieder unter alten Bekannten. Schön, oder? Und in dem Sinne willkommen zurück zu Alien Isolation. So. Schön. Okay. Kann ich nicht zurück? Nö. Zum Zahnimpfstoffe. Was haben wir hier? Ladungspack, genau, voll. Ich bin voll, ey. Und wir gehen zurück. Ja, die Facehuggers, die nerven am meisten, und der große Schwanzlotsus hier, der nervt auch, aber nicht so sehr wie die Kleinen. Na, Schätzelein? Hast du nicht gemerkt? Facehuggers nerven nämlich auch ziemlich. Kann ich ja auch speichern? Du bist nicht zu mir, oder? Wirklich? Ganz ernsthaft? Überleg's dir, Schätzle. Langsam nerven die Aliens. Also nerven nicht, aber das Laden. Das Laden. Das Laden, das Laden, das Laden. Das hat Sony Sega. Sega, nicht Sony Sega verbockt. Endlich. Das wollte ich ja wieder mal. Gepflegt speichern. Was? Weg, ab zu tun! Natürlich. Ja, ja, hab dich auch lieb. Es ist auch nervig, wenn man 2 Minuten lädt, um 2 Minuten, 2 eine Sekunde zu spielen. Geh weg. Da ist die Höhle, deine Höhle. Brav. Zack, bumm. Erstmal speichern. Wenn es dann mal geht. Kommt. Nirgends. Na toll. Diese verdammten Facehuggers. Thank you.
Stirb doch nur einfach. Du hast. Natürlich. Nein. Nein! Nein! Kein Face-Auge! Keiner Facehugger mehr. Der Rest hier unten oder was? Natürlich. Nein! Wie will ich schon wieder sterben? Aber du stirbst! Extra groß! Diese Facehugger nerven aber wirklich wie Sau! Hab ich ja noch nie erlebt. Selten. Eher selten. Speicherpunkt, oh ja, den nutze ich doch gern. So, ich weiß nicht, wie lange der Part wurde, ist mir auch egal. Ich habe hier gefühlte 100 Mal neu gestartet und mal gemacht. Und nee. Ach komm, die Beige jetzt noch. Jetzt wollen wir noch eine Viertelstunde? Ach komm, dann halt. Was muss ich denn jetzt tun? Die Aliens wären nicht so schlimm, aber die verdammten scheiß Facehuggers. Wieso? Ist das so in der Luft? Naja. Das war's. Ich rede von einer Viertelstunde auf meiner Uhr, ne? Dass das klar ist. So. Aber echt, was schwebt hier? So was in der Luft. Nein! Böse? Böses Alien? Zutritt nur für Humanoide. Also für Menschen. Humanoid ist ja nicht nur ein Mensch, ne? Es kann auch alles andere sein, was menschenähnlich ist, aber eine humanoide Lebensform wäre es ja eigentlich genau genommen, aber naja. So, schon wieder 4 Minuten gespielt auf meiner Uhr. Ah, Sega, du machst mich krank. Nein, nein, nicht ganz. Ja, ich bin so fies und lass die Ladebildschirm an. Ja, ja. So fies bin ich. Ich brauche auch mal eine Pause. Oh. Meine Herren, du, das hat was gebraucht.
Ja, so ist Sega. Laden, 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 laden. Ricardo, ich kann das Nest zerstören. Ripley, Sie haben sich heute schon in genug Gefahr begeben. Ich kann alle Kerne einschalten, überlasten und dann eine Reaktorsäuberung einleiten. Alles hier unten wird dadurch zerstört werden. Ich versuche nicht, Sie davon abzuhalten, Rip. Ich fände es nur gut, wenn Sie nicht draufgehen würden. So sieht der Plan aus. Es gibt zwei Notfallschaltkreise, die überschüssige Energie in die lokalen Kondensatorenblocks in den Türmen speisen. Wenn ich sie abkopple und das System entlade, wird das Nest dadurch zerstört. Ich habe keine Ahnung, was Sie gerade gesagt haben. Halten Sie sich einfach gut fest. Ich darf noch eins in die Mitte sehen. Gott! Und nochmal. Kommt keiner von hinten, das fällt ihm schäbig. Oh doch! Hätte ich auch gewundert, wenn nicht. Also komm! Voll in die Eier! Wahnsinn genug, das ist die Hauptsache. Also gut, was gibt's zu tun? Hallo? Hallo? Bam! Halleluja! Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr. Das schon hier. Noch eine. Hallo. Yes.
Ach so, sehen Sie ja. Naja, man sollte ja mal die Augen offen haben, ne? Was gesperrt. Spitz. Was falsch? Okay, sie dreimal oder nicht? Komm, 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 na komm. Komm, du kleine versaute Zahl. Ah, wo kommt die denn jetzt her? Nee, wir haben jetzt gar kein Bock. So, und jetzt? Ach, ihr nur wieder. Wisst ihr, was ihr nervt? Wisst ihr, was ihr nervt? Wir werden sehen, was hier gerade passiert. Na, wir sollten mal raus. Zeitung hier, aber die Kibis anfangen zu braten, geht nicht mal wieder raus. Oh, ganz schön was los hier. Eieiei. Los, 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 los! Ja! Geschafft! Raus, 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 raus. Nur raus da, ne? Hier was? Doch. Ach so. Ja? Ich hab schon gedacht, dass man klettern soll. Ich bin eine nicht synthetische Lebensform, oder? Sehen wir doch. Ricardo, ich werde jetzt das Nest beseitigen. Halten Sie sich gut fest.
Das werdet ihr ja sehen. Wie? Ach so. Ready, go! Ich wünsche fröhliches Geburtstag. Auf der Station. Mist, es tut mir leid, Ricardo. Kommen Sie einfach zum Marshallbüro zurück, Rip. Bitte. Bitte? Das heißt bitte. Das ist ein Fragezeichen. War ja höflich gemeint. Das war ja ein netter Befehl und keine Frage. Speichern will ich irgendwann auch noch. Halt, Rip, hier geht etwas Merkwürdiges vor sich. Nee, alles normal hier. Sie müssen zur Krankenstation, sofort. Die Reaktor soll... Alles normal, sie setzt alle Systeme auf Sevastopol zurück. Beleuchtung, Transit, vielleicht sogar die Funkverbindungen. Das ist unsere Gelegenheit. Sie müssen gehen, sofort. Wir haben wahrscheinlich nicht viel Zeit. Ich gehe runter zu Communications. Erstmal speichern und dann sage ich, wenn es gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.